Hallo und herzlich willkommen zurück zu zum letzten Video von unserer Totally Human Summer Edition. Und heute wollen wir sprechen über die Modethemen. Natürlich in einem Ferienheft ist das drin. Und es geht dieses Mal um die beste Brille für den Sommer. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, was denkst du? Mhm. Doch, ah, die gefällt mir. Ja, das ist ja. Sehr gut. Deine ist ein Bombe. Ja. Gut. Ja. Die Brillen, durch die wir die Welt sehen. Ich hatte mal so eine Brille, die war so hellorange gefärbt. Weißt du welche, Shelia? Ja. Und die Welt war einfach so happy, 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 nur wenn ich diese Brille auf hatte. Und genau so ist es. Es ist der Filter, den wir aufhaben, durch den wir die Welt wahrnehmen. Und so fühlen wir die Welt, nicht wie sie ist. Mit dem orangen, tollen, hellen Filter war sie eben leuchtend und sommerlich und warm. Und wenn wir einen solchen Filter aufhaben, dann fühlen wir eben Sommer und leicht und offen und warm. Mhm. Und dann wechseln wir die Brille. Mhm. Ja. Und es wird dunkel und düster und es erscheint uns, als ob es plötzlich Nacht geworden wäre. Mhm. Und das Verrückte ist, weil wir alles, was in unser Feld kommt und in unser Bewusstsein wahrnehmen, Filter dunkel, wumm, Nacht, wow, schwer, ich sehe nichts, ich weiß nicht weiter, es geht nicht weiter. Dann fühlen wir die Welt so, nehmen die Welt durch diesen Filter wahr. Ja. Ja. Und manchmal merken wir, während wir gerade eine Brille tragen, dass wir diesen Filter aufhaben. Manchmal sehe ich, oh, ich bin gerade auf dem Hundespaziergang und mein Filtern ist eine dankbare, die Welt bewundernde Filter. Ich habe diese orangene Brille an und ich gehe in die Natur und die Natur erscheint mir unglaublich schön. Mhm. Ich merke, oh, ich bin mit diesem Filter unterwegs. Und manchmal gehe ich auf den gleichen Spaziergang und habe die dunklere Brille auf und ich bin genervt und denke mir, oh, ich will schon wieder einen Hundespaziergang und warum jeden Tag dieses immer wieder während der Unterbrechung von meinem Business-Alltag. Und manchmal merke ich, ah ja, die Brille hast du auf gerade. Das ist okay. Und manchmal merken wir überhaupt nicht, dass wir eine Brille aufhaben. Wir denken, die Welt ist so, das ist meine Realität. Mhm. Es kann mir keiner was anderes sagen. Ist es schmerzhaft oder ist es wunderbar? Okay, ja, Lea. Ich habe keine Ahnung, wie er es erzählt hat. Ich glaube, es war Joe Bailey. Der hat eine wirkliche Brille auf Geschichte erzählt. Ja? Sein Freund war total gestresst mit ihm beim Date. Also die haben sich verabredet und der war so ja, also können wir jetzt gehen? Und ich glaube eben Joe oder der Mann, der es erzählt hat, war irgendwie total irritiert und blieb ruhig, aber halt so ein bisschen, was ist denn da los? Bis das Gegenüber von ihm plötzlich gemerkt hat, dass er die dunkle Brille aufhat. Und der dachte, es sei Abend. Und dabei war es mitten am Nachmittag. Und als er dazu erwachte, oh, okay, alles klar, war es plötzlich
wieder die Realität vom Nachmittag. Ja. Und das passiert uns, wenn wir erkennen, dass wir eine Brille aufhaben, dass wir denkende, fühlende Wesen sind. Ja. Dann kommen wir wieder im Moment an, im Jetzt, im Präsens. Genau. Das fand ich so lustig. Ja. Ja, so ist es bei uns. Ja, so viel zu der Brillen-Sommermode. Mhm. Wir hoffen sehr, dass du mit uns großen Spaß hattest bei dieser Summer Edition. Wir hatten einen großen Spaß, diese zu drehen für dich. Und wir sehen uns bald wieder in eine Form oder der andere über diesen Weg. Und wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Tschüss.